4,57 Euro pro Tag. Das haben die 230 Millionen Einwohner Pakistans im Schnitt zur Verfügung. Im Vergleich liegt der Netto-Medianlohn in der Schweiz bei 171,22 Euro am Tag. Heute tauschen wir mal wieder die Rollen. Was kann sich mein Kumpel Aslan in seinem Land mit einem Schweizer Budget leisten? Und wie weit komme ich mit nicht mal 5 Euro in unserem Nachbarland? In dieser Spezialfolge trifft das günstigste auf das teuerste Land der Welt. Zwei Extreme, ein Riesenkontrast, beste Voraussetzungen, let's go! €171 entsprechen knapp 52.000 pakistanischen Rupien. Damit reist Aslan heute von seinem Heimatdorf in die 5 Stunden entfernte 11-Millionen-Metropole Lahore. Dort gibt's erstmal Frühstück. So, this is a very famous place for breakfast. This is a mutton and these are chana. These are special naan and they are look like our heart. Mutton ist Ziegenfleisch und chana sind Kichererbsen. 1100 Rupien. Für mich ging's nach Basel, wo die 4,57 Euro genau 4,47 Franken entsprechen. Erstmal musste irgendwo ein günstiges Frühstück her. Ich hab was gefunden. Ciao, ciao. Ich habe jetzt ein Croissant im Angebot gesniped. 45 Rappen, das ist die kleinere Einheit der Franken. Ist zwar nur ein sehr kleiner Snack, aber für mehr reicht's nicht heute. Danach mit der Straßenbahn ins Stadtzentrum. Mit dem Ticket ist eine besondere Situation bei mir. Dadurch, dass ich hier in einem Hostel eingecheckt bin, bekomme ich die Basel-Card kostenlos. Mit dieser Karte kann ich alle Öffentlichen komplett kostenlos benutzen. Ich weiß, ist ein bisschen ercheatet, aber was soll ich machen? Ich hab's halt. Ich bin jetzt gerade an der Messe hier in Basel und die ist wirklich ein sehr, sehr cooles Gebäude. This is a very famous shop of buttermilk and their quality is super nice. Und weiter mit dem Zug und Tuk-Tuk. Now we are going for Badshahi Mosque. In front of me, this is a Badshahi Mosque main entrance gate. This is a very big and beautiful mosque. Sie wurde 1673 gebaut und ist selbst heute noch eine der größten Moscheen der Welt. Kein Wunder, dass sie in Pakistan steht. 96% der Einwohner sind Muslime. We arrived 3 days ago. We love Pakistan. People is amazing. We haven't seen any other European around. This is a place you should visit. Und natürlich, wie immer, gehen wir auch zu Maggis und checken den Big Mac-Preis. Selbst der Maggis sieht hier irgendwie aus wie so ein Studio-Loft oder sowas. Aber der Big Mac, 6,90 Franken, braucht man nicht viel sagen. Ich glaube, es ist der teuerste der Welt. Mit 3,15 Euro für einen Big Mac liegt Pakistan am unteren Ende des Rankings. I am here in McDonald's. Here we order the hot coffees. Für die Hinfahrt hatte Aslan früh morgens schon getankt. Fuel tank is filled with 20 Liter and 5.500 plus Rupees. Bei uns gibt's Shell und Aral und hier gibt's Rudi Rüssel. Und direkt zum Mittagessen. Hallo. Hallo. Ich glaube, ich würde das mit Lachs nehmen. Zwei Franken ist das ja die. Bekomme ich auch noch dazu? Ja. Dankeschön. Also, ich war gerade eben bei einem Backwaren-Outlet. Die sammeln die Backwaren von anderen Bäckereien vom Vortag und verkaufen die hier heute nochmal. Günstiger dann natürlich. Und hier habe ich mir ein belegtes Brötli, wie sie sagen, hier gegönnt. Guten Appetit. Ich bin gespannt, was man für die 2 Franken in Pakistan bekommt. Genau so viel hatte Aslan auch zum Mittag bezahlt. Nur für 3 fette Portionen. These are two most famous food of Lahore, Laddu Pithi and Golgappe. Laddu Pithi ist eine Art Falafel aus Linsen und Golgappe sind Teigbällchen mit verschiedenen Füllungen. Beides sehr typisch für Lahore. 650 Rupees. Kurzer Zeitsprung, Aslan war am Tag vorher auch in seinem Dorf unterwegs. Und er hat dort direkt einen Farmer getroffen. Now I am here in village area near my city. Anji, kya kar rahe hain aap yahan pe? Janwaron ke liye chara kasht kar raha hu. Jawar ka beej jo hai wo apne. Ansonsten wird dort alles Mögliche angebaut. This is a field of cotton plant. These are small plant of rice. Here you can see different vegetables. Über 40% der Arbeitskräfte Pakistans arbeiten in der Landwirtschaft, so wie auch die Milchbauern hier. This is a fresh cow milk. 1 kg milk price in Pakistan is 100 rupee. Super tasty. क्या करते हैं जी आप? माल मूल है बस. कितना का आप अर्न कर लेते हैं मंथली? वही ये निजाम चल ही रहता है. Der Mindestlohn in Lahore sind aktuell ca. 106 Euro im Monat. Laut Schätzungen bekommen über 80% der ungelernten Arbeiter diesen jedoch nicht. In Basel liegt der Mindestlohn dagegen bei 21 Franken 45 pro Stunde. Ich sehe gerade, hier ist direkt die Markthalle. Schauen wir mal rein. Man findet dort alles von indischem Curry bis peruanischen Empanadas. Okay, ich kann mir hiervon natürlich nichts leisten, aber ich wollte mal trotzdem einfach so die Preise checken. Für unter 20 Franken kommt man da aber nicht sonderlich weit. Im Gegensatz zum Botanischen Garten. Der ist komplett kostenlos. Mal schauen, was hier so gibt. Ich feiere so botanische Gärten irgendwie. Das hat irgendwie was Beruhigendes. Was für fette Kakteen, Alter. Übrigens, hier gibt es richtig viele Brunnen in der Stadt. Und das Besondere ist, dass das hier Trinkwasserbrunnen sind. Das heißt, wir können einfach mal probieren.
feinstes Quellwasser. Aslan hat sich dann eins der wichtigsten Bauwerke in Lahore angeschaut. Behind me you can see this is the Minar of Pakistan, very famous and iconic place of Pakistan. Das Minar-e-Pakistan erinnert an die Entstehung des Landes. Also eine kurze Geschichtsstunde. Das alles war ab Mitte des 19. Jahrhunderts noch Britisch-Indien, eine britische Kolonie. Dann Unabhängigkeit 1947, religiöse und ethnische Konflikte, Teilung Indiens, mehrheitlich muslimische Teile werden zu Pakistan, hinduistischer Teil zu Indien. Ostpakistan wird 1971 zu Bangladesch und das ist das heutige Pakistan. Die Situation an der Grenze zu Indien ist nach wie vor angespannt. Der einzige Grenzübergang liegt genau bei Lahore. Dort findet jeden Tag eine besondere Grenzzeremonie statt. Sie ist gleichzeitig ein Symbol des Respekts, aber auch der Rivalität der beiden Länder. Und zurück in die Stadt. Kya karte kya? Mangte hain. Nahi padte nahi aap? Nahi. Kya karte hain aap? Mangte. Kurzer Lebensmittelpreischeck. Bananen ca. 1,50 Euro pro Kilo in der Schweiz versus 65 Cent in Pakistan. Äpfel 2,95 versus 1,30. 6 Eier 3,40 Euro versus 46 Cent. Und die 0,5er Cola 1,50 versus 29 Cent. Also ihr merkt schon, im Vergleich zu dem riesen Lohnunterschied sind zumindest diese Lebensmittel in Pakistan echt teuer. Kleine Straßenumfrage, wie viel gibt Basel pro Monat aus? 4 Personen Familie, 4.000 bis 8.000 Franken pro Monat. Auf Paar, 4.000, 5.000 Franken. 2.500 bis 3.000. Und in Pakistan? Und wie hoch ist die Miete im Monat? Gar nichts. Männerwohnheim. Vom Staat bezahlt. Das heißt, 3 Mahlzeiten gratis. Das ist super. 1600. Okay. 3 Zimmer Wohnung. The rent per month is 25.000 to 28.000. Im April diesen Jahres wurde sogar ein All-Time-High erreicht mit einer Inflation von 36,4%. Und weiter geht's zum Markt. We are going to Green Market. These are our pilot. Hi. This place is not a brand. Place he can buy everything in a budget price 1800 rupees and t-shirt price is 1600 to 1500. Price kya is 950 rupees. I like jeans. You like jeans? You like jeans. Weil Aslan heute ja das Budget hat, ist er lieber in eine Mall gegangen. I'll buy a new stuff for me, like new shoes and new shirt. Und ein neuer Ring war auch noch drin. Kurzer Kleidungspreischeck im H&M. Ein Plain T-Shirt und ein Sweatshirt je 20 Franken und eine Jeans knapp 50 Franken. Preise wie in Deutschland, würde ich sagen. Würde mir natürlich gern ein paar Schweizer Spezialitäten hier gönnen. Dafür reicht das Geld aber nicht, außer bei einer Sache. Und zwar Schweizer Schokolade. Die ist hier verhältnismäßig echt günstig. 50 Rappen nur dafür. Schmeckt sehr, sehr nice. Für Aslan gab es noch eine kleine Erfrischung. This is a traditional soda drink. Peach, Imli and Mint. Super tasty. 300 Bayer. Now I am going for famous German ice cream. Als Nachtisch gab's noch einen fetten Eisbecher. Ich habe noch genau 1,62 Euro. Davon hole ich mir jetzt schon mal ein Abendessen. Ich habe mir gedacht, wenn mein Geld schon nicht für was Gescheites reicht, hole ich mir wenigstens ein paar Schweizer Sachen. Das hier ist so ein Kümmelgebäck und das hier ist ein Made in Swiss Erdbeerjoghurt. Yeah, it's time to say goodbye our pilot. We are giving 5000 rupees to him. I am very happy for this man. Thank you. Nochmal tanken und dann ging schon wieder heim. Aslan hat den ganzen Tag versucht, das Geld auszugeben. Am Ende war aber immer noch was übrig. Deswegen hat er den Rest für sich und seine Family behalten. Hier nochmal alles, was wir gekauft haben. Pakistan ist gar nicht mal so günstig wie gedacht. Es liegt vielleicht an der Inflation oder Aslan war eher in teureren Geschäften. Die Miete und Nebenkosten wurden wie in den letzten Folgen außen vor gelassen. Es sollte eher das Preisniveau und vor allem auch die beiden Länder vorgestellt werden. Checkt hier die letzten Folgen aus und damit bye bye.